Aber bei Luftresport auf jeden Fall immer was. Ein weiterer Teil des Preises gehört euch. Kommt jetzt. Auf zum Tor der Luftebene. Mhm. Ja, euer Wunsch ist mein Begehr. Hier müssen wir jedoch wieder Acht geben. Nächstes Mal. Die Natur nimmt das Leben, das sie gab. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Und wir haben alles, was es zu holen gibt. Es ist eine Schande, dass ich den Magier nicht kennenlernen konnte, der diese Dinge verboten hat. Er wäre ein mächtiger Verbündeter gewesen. Drück mir doch einmal die Daumen, wenn ich dann mich nach drüben gehe. Wieder müsst ihr als erstes einem Wächter entgegentreten. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Ich werde nicht wieder verlieren. Ich muss wohl was anderes ausprobieren. Oh cool, hier kommt jetzt kein Respawn mehr. Ich kehre zurück. Ah, es tut gut, wieder auf der materiellen Ebene zu sein, festen Boden unter den Füßen zu haben. Es gibt auch Schönes auf der anderen Seite, aber es ist nicht meine Heimat. Mhm. Ihr Helfer aus der Fremde, ich stehe zu meinem Wort. Ihr haltet euren Anteil, wie ich es euch versprochen habe. Ein Gegenstand gewonnen und Erfahrungspunkte. Hier, ich hoffe, dass ihr mit diesem mächtigen Gegenstand zufrieden seid. Ich habe nur einen kurzen Blick darauf geworfen, aber ich bin sicher, dass er die Mühen, die wir unternommen wert ist. Nur ein kleiner Teil vom Ganzen, noch eine angemessene Entlohnung für eure Dienste. Ich danke euch. Ich bin sicher, dass dieses verzauberte Zepter eine ausreichende Bezahlung darstellt. Vielleicht ist mein Anteil ein bisschen zu klein. Ich würde darum bitten, dass ihr es noch einmal überlegt. Das ist alles ein einfaches Zepter nach der ganzen Gefahr, der ich mich ausgesetzt habe. Ich bin mal so dreist und nehme die zwei. Ich bin der Meinung, dass ich bei dieser Sache das größere Risiko getragen habe. Ich war, wie ihr wisst, derjenige, der die Ebene durchquert hat. Wenn ihr so sehr darauf beharrt, könnt ihr eure Belohnung vielleicht noch ein bisschen vergrößern. Doch ich behalte mir das Recht vor, den größeren Teil für mich zu behalten. Hier ein paar Schriftrollen, die da waren. Das muss genügen, denn ich werde euch nicht noch mehr geben. Ich bin der Meinung, dass ich alles verdiene. Händigt es mir aus oder ich sehe mich gezwungen, es euch mit Gewalt wegzunehmen. Das genügt. Ich danke euch für eure Großzügigkeit. Es wird euch gute Dienste leisten, dessen bin ich mir sicher. Lebt wohl und seht euch auf eurer Reise vor. Was haben wir denn gekriegt? Ein Zepter. Und zwei Schriftrollen. Oh, abscheuliche Austrocknung. Das ist was Böseres. Soweit ich es noch in Erinnerung habe. Ja, entzieht Körperflüssigkeit. Ist ein Grad 8 Zauber. Sie erhalten daher minus 12. Der Zauber entzieht allen den lebenden Wesen im Wirkungsbereich Körperflüssigkeit, wodurch sie 1-8 Schadenspunkte je Stufe des Zaubern erleiden. Den Opfer steht ein Rettungswurf gegen Zauber für halben Schaden zu. Dieser Zauber wirkt gegen Wasserelementare und Pflanzenwesen besonders verheerend. Sie erhalten daher minus 2 für ihren Rettungswurf. Mitglieder der eigenen Gruppe, die sich im Wirkungsbereich aufhalten, werden nicht betroffen. Das ist schon sehr gut zu wissen. Wo sind die beiden Zauber? Und das ist Abbild. Erzeugt ein Duplikat. Das hast du bereits. Und du? Hast es auch bereits. Okay. Erwi hat Stufenaufstieg. Als beides sogar. Deswegen Schwierigkeitsgrad runter und ein Quicksave. Ich hoffe mal, Erwi kriegt jetzt ein paar Lebenspunkte, weil die ist immer noch am niedrigsten. Okay, Imoen ist auch nicht gerade gut dabei.
Aber das ist ja immer von der Konstitution abhängig. Ich meine, Thalisa hat 18, deswegen hat sie verdammt viele Lebenspunkte, auch durch das Auswürfeln aus dem ersten Teil. Yahira mit 17 ist okay. Minsk mit 16, aber er ist ja auch ein Kämpfer, eine Kämpferklasse, deswegen hat er allgemein einen höheren Grundwert. Genauso wie Keldon. Bei denen passt das beiden ungefähr. Immerhin mit 16 Konstitution könnte ruhig etwas mehr haben. Aber immerhin hinkt sie auch ein bisschen hinterher, was die Stufe angeht. Wobei sie jetzt auch Stufe 12 Magierin geworden ist, aber sie könnte schon längst Stufe 15 rum sein, hätten wir sie die ganze Zeit dabei gehabt. Ja. Was hat sie denn? So grob über den Daumen gerechnet, das sind 40.000. Ja, hat sie noch nicht mal 100.000, während Keldon schon 2 Millionen hat. Also ja, sie hinkt gut hinterher. Sie hat nicht mal 1 Million, so wollte ich sagen, nicht 100.000. 1 Million hat sie noch nicht mal zusammen. Während die anderen alle schon über 2 Millionen zusammen haben. Also das Aufgeteilte auch. So. Aber wir wollen einen Stufenaufstieg bei Erwin machen. ETW um 2 reduziert, das ist gut. Eins Rettungswurf gegen Tod und eins gegen Verwandlung. Priesterzauber 3 neue, Magierzauber 3 neue. 2 Trefferpunkte, ist nicht viel, aber okay. Und Sagenkunde. Gut. Das heißt, wir machen auch gleich die Zauber rein. Ganz ehrlich, hier gibt es nichts Besseres als magische Geschosse, da wir die Identifizierungsbrille haben. Säurepfeil. Nochmal Magie bannen. Dass das nur auf ein Wesen geht, ist blöd. Könnte noch einen Windwurmruf reinmachen, aber ein tödlicher Nebel ist mir gerade lieber. Was macht ihr eigentlich, die erweiterte Hast? Verdoppeln sich seine Angriffe und sein Bewegungstempo. Außerdem hält es minus 2 auf Initiativwürfe. So würde ein Wesen, das normalerweise einen Bewegungsfaktor von 6 und einen Angriff pro Runde hat, 2 Angriffe pro Runde durchführen und sich mit einem Bewegungsfaktor von 12 fortbewegen. Das Wirken und die Auswirkungen von Zaubern werden nicht beschleunigt. Verbesserte Hast unterscheidet sich in 3 wichtigen Punkten vom Zauber des dritten Grades Hast. Erstens ist das betroffene Wesen, nachdem die Wirkung geendet hat, nicht erschöpft. Zweitens wirkt der Zauber nur auf ein Wesen und drittens verdoppelt der Zauber die Anzahl der Angriffe, die ein Wesen pro Runde durchführen kann. Verbesserte Hass hebt die Auswirkung vom Verlangsamen auf. Mehrere Hasszauber, egal welchen Grades und aus welcher Quelle sie stammen, sind nicht kumulativ. Die Beschleunigung hält an, bis die Wirkungsdauer endet. Was macht dann normale Hass? Ich dachte, normale Hass verdoppelt schon die Angriffe. Alle Wesen, die zum Zauber betroffen werden, bewegen sich doppelt so schnell, erhalten minus 2 auf die Initiative und einen zusätzlichen Angriff je Runde. Ach, einen Angriff, okay. Was bringt's überhaupt, die verbesserte Hast? Anzahl der Angriffe, okay, das wären dann 3 Angriffe. Das wären 4 Angriffe. Das wären 5 halbe. Das wären 5 Angriffe. Oh Gott. Also ich muss dringend auf Minsk und oder Keldon verbesserte Hass sprechen in Zukunft. Dann schlagen die ja zu wie Tyrannen. 2 Angriffe. Ich frage mich, ob da der zusätzliche Angriff schon mit reinzählt. Ja, wahrscheinlich schon, weil normalerweise hat eine Armbrust nur einen Angriff je Runde. Bögen haben mehrere. Steht normalerweise dabei? Nö. Egal. Ja. Ich stimme dem Ich bisher warte. eingeschlagenen Was Weg von möchtet ihr? ganzem Herzen zu. Das Gute wurde aufrechterhalten. Und ja, ich hätte ihn auch töten können.
Okay, okay. Schön. Elementar. Ja, erzähl mir mehr davon. Muss wohl was anderes ausprobieren. Muss wohl was anderes ausprobieren. So, weg mit dir. Da ist die Höhle, in die ich will. Vor der Höhle werden wir aber dann nochmal rasten. Hier war übrigens ja unser Dwau-Hinterhalt, der den anderen Typen eingekerkert hat. Es ist schon lustig, den Chaos sind wir hier begegnet, aber ihren Dungeon haben sie hier drüben. Und ja, auch wenn es länger dauern wird, ich werde alle drei Dungeons im Unterreich machen. Weil ich habe echt keine Ahnung mehr. Irgendwo hier im Unterreich, in einem der drei Dungeons, finden wir nämlich das letzte Stück für Comfayer. Also für diesen hier. Wir haben zwar schon... Also Comfayer. Wir haben die Schriftrolle und wir haben die Ogerkrafthandschuhe. Also ja, es steht in der Beschreibung. Wir brauchen den Hammer der Blitze, den haben wir. Den hat Alisa gerade ausgerüstet. Die Ogerkrafthandschuhe, die haben wir auch. Und den Gürtel der Frostriesenstärke. Und der Gürtel ist in einem der drei Dungeons. So viel habe ich noch in Erinnerung. Ich weiß nur nicht mehr in welchem. Und wenn wir das Teil halt tragen, haben wir eine Stärke von Schlag mich tot riesig hoch. Ich glaube von 24. Ihr müsst 23 oder 24 und das ist dann richtig übel. So, wir sind jetzt in dem Hort, wo uns der Tiefengnom hingeschickt hat. Hier können wir auch in Ruhe rasten, weil es sicher ist. Oh, der Schädelschmetterer plus 3. Kann ich verwendet werden von Druiden, Magiern und Dieben? Die Waffe ist mit Blut verkrustet, das sich nie mehr abwaschen lässt. Es legt ein beredetes Zeugnis über die zahlreichen Schädel ab, die Waffe bereits eingeschlagen hat. Die Waffe ist wohl schon seit Urzeiten der Band zahlreicher humanoiden Wesen gewesen. Aha. Vermutlich steckt keine Absicht dahinter. Ja, plus 2 gegen humanoide Wesen. Ari hat gerade ein ETW von 5. Sie hat aber, soweit ich weiß, doch Streitkolben hat sie. Dadurch hat sie jetzt einen von 9, ja. Weil das ist ja eine plus 3er Waffe auch. Ja, ETW von 5. Weil sie ja auch halt Schleuder hat. Ich verstehe es jetzt gerade nicht. Der ETW von dem ist ja auch minus 3 und von dem Zeug da ist er auch minus 3. Und die da, ach so, die machen den ETW nochmal um minus 2 runter, also minus 5. Ja. Und das Zepter. Zepter der Absorption. Besondere Fähigkeit, eine Ladung. Das Zepter absorbiert Zauber mit einer Wirkungsdauer von 4 Runden. Kann nur von Klerikern und Magiern verwendet werden. Hm. Ah ja, das Teil da, das kann man zu Immoin. Dann kann sie nämlich das benutzen. Das Horn kriegt irgendwann jemand anderes. Fragt nur. Nun gut. So, hier geht's rein. Willkommen. Willkommen in meinem Reich. Ich habe eure Fortschritte mit großem Interesse beobachtet.
Das ist Adalon, der Silberdrache. Ja, werte Dame, ihr ehrt mich mit euren Worten. Ich muss ja eine bändige Erscheinung sein, wenn ich für die Augen eines Silberdrachen von Interesse bin. Euer Interesse ist mir gleich, ich bin hier, weil ich nach Informationen suche. Wir sind mal höflich und nehmen die Eins. Ganz bestimmt, aber wegen der Schmeicheleien habe ich euch nicht erlaubt, zu mir zu kommen. Glaubt nicht, dass ich großzügig bin, ich bin nicht so tolerant wie andere meiner Art. Ja, wenn man im Unterreich lebt, dann ist das nun mal so. Aber sie ist halt ein Silberdrache, also ein Metalldrache. Das sind normalerweise die guten Drachen. Ich habe das ja, glaube ich, schon mal erklärt. Farbdrachen sind böse, also rote, schwarze. Edelsteindrachen, also Smaragddrachen, Diamantdrachen sind neutral. Und Metalldrachen sind eigentlich normalerweise vorsätzlich gut. Also so wie Silberdrachen, Golddrachen, Rostdrachen. ja.